So, dann wollen wir mal schauen. Und wehe, da ist nichts Schönes drin. Hallo. Aber ich bin sehr sicher, dass da was Schönes drin sein wird. Guten ja, Abend. Natürlich. Guten Abend. Guck mal, wie viel Schönheit haben wir. Nein, ich kann es gar nicht glauben. So. Ist das unser Mini-Staubsauger? Wahnsinn. Der wohl kleinste Staubsauger der Welt. Auch kompakter Akku-Handstaubsauger genannt. Der günstigste. Und der mitnehmen kann und mal kurz das Auto saugen kann, gerade so an kleineren Flächen, wo man sonst nicht so gut hinkommt. Kommt zack. Ja, hast du da eigentlich einen Knoten in den Pulli gemacht oder ist der so? Gemacht. Aha. Aber gut. Es ist so gemacht. Das sieht sehr symmetrisch aus. Ja. Yeah. Ja. Sehr gut. Ich habe viele Mühe gegeben. Ja, doch, das sieht man. Das sieht man. So. Damit man das noch besser sehen kann, wäre Licht super, oder? Mhm, ganz so. Genau. Und dafür haben wir heute ein Viererset der LED-Lichter für Sie. Sie sind zack. Natürlich wirklich super schön. Carsten zeigt sie gerade mal. So ein Silber, mega. Du musst mir nur mal verraten, wie viele Stück wir kriegen. Sind vier Stück dabei. Ja. Vier Stück. Mhm, vier Stück. Für 10 Euro. Vier. Drei. Boah. Drei. Vier. Das Ganze bekommen Sie natürlich im Viererset noch mit dazu. Mhm. Also ich finde die super schön, auch gerade vom Design her, in so Silber. Das sieht natürlich ultra hochwertig aus und ist natürlich ist auch echt hell schön. Das ist aber unsere Zuschauer sehen das nicht, weil das zu hell im Studio. Was machen wir? Alles Das Schöne ist ja, der Licht. Dass man so abhängig ist von Strom, aber sich hier eben trotzdem hier mit unserer geballten Ladung Strom weiterhin mit Strom versorgen kann, auch wenn mal Stromausfall sein sollte, was nicht so selten ist heutzutage. Wir haben es alle schon erlebt, glaube ich. Es passiert gerade in Deutschland überall irgendwo Stromausfall. Wir wiegen uns alle so in Sicherheit, aber wenn mal Stromausfall ist, dann sitzen wir da. Die Handys sind leer. Die Akkus, die wir eigentlich brauchen, sind gerade nicht vollgeladen. Es ist vielleicht dunkel. Aber wir fangen an mit Invertergeneratoren. Das kennt man vielleicht von früher, kennen Sie vielleicht auch. Wenn irgendwo ein Dorffest war oder ist, dann kam immer die Feuerwehr, kamen immer 10 gestandene Männer, die haben so ein Monstrum da irgendwo hingestellt. Das hat einen riesen Lärm gemacht, hat gestunken wie sonst was, hat aber den Strom erzeugt, den man dann eben braucht. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, aber in modernster Fassung. Hier, schauen Sie mal, also die Größe allein schon, das kann man auch mal alleine heben. Das sind ungefähr so knapp 30 Kilo. Als gestandener Mann kann man es alleine, aber zu zweit ist es überhaupt kein Problem zu tragen. Es ist ein Verbrennungsmotor, der wird hier an der Seite mit so einem Zug ganz einfach angeschmissen, wie mit einem normalen Benzinrasenmäher. Hier oben kommt übrigens ganz normales Autobenzin rein. Sie brauchen also kein spezielles Gemisch oder Diesel oder irgendwas. Und dann haben wir hier vorne diese beiden Steckdosen, aus denen wir jeweils 230 Volt Strom rauskriegen. Und zwar ganz sauberen Strom. Ist also auch nicht so mit den alten Dieselgeneratoren, dass da mal 200, mal 260 Volt rauskommen. Hier kommen konstant 230 Volt sicherer Strom raus, der Ihnen dann eben ermöglicht, Ihre elektrischen Geräte... Mehr Leistung, oder? Der hat mehr Leistung jetzt. Der Generator eben hatte die Leistung eines Stromkreises von Ihnen zu Hause ungefähr mit 3500, 3600 Watt. Hier reden wir jetzt über 5500 Watt. Wow. Also da kann man dann auch... Das ist wieder neu bei Pearl TV und ich muss ehrlich sagen, mir geht das Herz auf. Die wurden mal von einer Firma geleased, das hat steuerliche Gründe, warum die leasen und nicht kaufen. Dann, als die Leasingperiode vorbei war, wurden die zurückgegeben und dann konnten wir die hier von einem der größten Refurbisher in Europa... Es sind hier so viele Sachen drin, ne? Ja, wir haben hier einen modernen Intel Core i5 Prozessor drin. Wir haben 8 GB RAM verarbeitet. Microsoft empfiehlt 4 GB. Wir haben hier 8 GB. Ein ThinkPad, wie lange hast du das jetzt? Also ich habe meinen jetzt, also auch einen geprüften Leasingrückläufer, seit 6 oder 7 Jahren. Und der ist unverwüstlich und ist immer noch, entspricht all meinen Anforderungen. Ja. Und deshalb finde ich das auch wichtig. Sie müssen so schauen, Sie zahlen den Bruchteil des Neupreises, aber die Rechner werden auch wie neue Rechner behandelt. Also, du hast es gesagt, frisch lizenziert ein Betriebssystem, frisch lizenziert für ein Jahr Vollversion Antiviren. Ja, und natürlich auch, und das ist ganz, ganz
ganz wichtig, dass Sie auf der sicheren Seite sind. 24 Monate Gewährleistung, was übrigens auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber da ist kein Unterschied zum Neurechner. Mhm. Der eigentlich gravierende Unterschied zum neuen Rechner ist der Preis. Ja. Und deshalb sage ich immer wieder, Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Und Sie bekommen auch noch den TV-Sonderpreis. Wir schauen mal auf pearl.de. Nochmal, die unverbindliche Preisempfehlung liegt rund 99 Cent. Dementsprechend natürlich auch Porto und versandkostenfreie Lieferung zu Ihnen nach Hause. Jetzt haben wir den noch größeren und aktuelleren Bruder, nämlich den T470. Ja, Lenovo macht das mit der ThinkPad 3. Die setzen immer 10 drauf auf ihre Versionsnummer. Und du hast den 420, hast Richtig. Du gesagt, haben wir jetzt. Das ist der größere, der T460. Nochmal einen draufgelegt mit der Technik. Und auch den bekommen Sie hier natürlich zum TV-Sonderpreis. Ein Rechner, der normalerweise...